Als Optionshändler bin ich regelmäßig auf der Suche nach den richtigen Titeln, nach den Top-Kandidaten für meinen Optionshandel. Ich möchte dir heute eine Homepage vorstellen, die dir hilft, den Top-Kandidaten für deinen Optionshandel zu finden. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Oft ist es nicht einfach, den Top-Kandidaten für den Optionshandel zu finden. Oft ist es sogar schwer, eine Handvoll Kandidaten zu finden, die überhaupt die Auswahlkriterien berücksichtigen, die für mich wichtig sind. Ich möchte dir heute eine Homepage vorstellen, die verschiedene Kandidaten auflistet. Diese sind nach einem bestimmten Muster ausgewählt und haben auf jeden Fall beste Voraussetzungen, Top-Kandidat für deinen Optionshandel zu werden. Wir wollen gleich auch direkt uns auf diese Homepage stürzen und schauen uns dann auch nochmal in der Trading View an, ob es wirklich ein Kandidat ist oder auch nicht. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Ja, warum starten wir hier auf der Seite optionsforwinners.de? Die Antwort gebe ich dir jetzt. Der Teil mit den Top-Kandidaten, den findest du nämlich auf dieser Homepage und zwar unter Reports und dann unter Top-Kandidaten Optionshandel. Und wir werden gleich sehen, was da kommt. Und es kommen ganz, ganz viele tolle potenzielle Kandidaten. Und ich habe vorerst nur drei Strategien hier aufgezeigt. Zum einen Kandidaten für die Short-Put-Strategie, Kandidaten für die Bull-Put-Spread-Strategie und last but not least auch noch tolle Kandidaten für die Covered-Call-Strategie. Gehen wir aber von vorne los. Hier oben links siehst du immer das Aktualisierungsdatum. Das heißt, du weißt wirklich, wann die Liste zuletzt aktualisiert wurde. Sie wird täglich, also werktäglich aktualisiert und dann kannst du dir nach deinem Gusto den richtigen Titel raussuchen. Natürlich haben diese Strategien unterschiedlichste Auswahlkriterien. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Shortput-Kandidaten an. Und hier sehen wir schon, ich möchte, und das gilt für alle Strategien, natürlich ein bestimmtes Volumen, damit ich auch eine gewisse Liquidität gesichert habe. Ich habe mir auch gesagt, ich brauche ein Rating. Das heißt, das Rating soll Minimum kaufenswert sein. Ich beziehe mich auf das Rating von Barchart. Der Preis des Underlyings, der sollte nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig sein. Warum nicht zu niedrig? Ja, wir wollen ja noch eine gewisse Prämie verdienen. Deshalb habe ich mir jetzt den Bereich von 20 bis 100 US-Dollar rausgesucht. Ja, zum nächsten Punkt, der ist ja wohl wirklich wichtig. Das ist der heilige Gral des Optionshändlers, nämlich die implizite Volatilität. Da habe ich gesagt, das sollte schon mindestens 30% sein. Wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen, aber der Titel soll nicht übervolatil sein. Deshalb habe ich diesen auch begrenzt mit 100%. Des Weiteren habe ich gesagt, ich möchte natürlich eine aufwärtsgerichtete Strategie hier machen und deshalb suche ich mir natürlich auch aufwärtsgerichtete Titel aus und deshalb der Aktienkurs sollte oberhalb der 200-Tage-Linie sein und der Percent D aus dem stochastischen Oszillator sollte auf 14 Tage über 50% sein und der RSI sollte bei 14 Tagen auch über 50% sein. Das sind ja auch Teile aus dem O4W Best Indicator, da habe ich ja schon das ein oder andere Video zu gemacht, da kommen wir aber auch noch gleich zu. Wenn wir uns die nächsten Kandidaten mal anschauen, Bull-Put-Spread-Kandidaten, die unterscheiden sich natürlich eigentlich nur hierbei. Das heißt, der Preis des Underlyings der Aktien ist natürlich unterschiedlich. Ich habe gesagt, die sollte schon mindestens 100 US-Dollar sein und höchstens 1000. Last but not least kommen wir zu den Covered-Call-Kandidaten und hier möchte ich auch nochmal gucken und da siehst du auch, es ist eigentlich alles fast gleich. Ja, ein Unterschied, genau die Titel, die geben dir eine Dividende und zwar eine annualisierte mit mindestens 2% und höchstens 10%, höchstens 10% deshalb, weil das sind meistens Wackelkandidaten, die wollte ich hiermit ausschließen. Hier siehst du die Liste, die kannst du nach deinem Gusto natürlich sortieren, je nachdem, wo dein Schwerpunkt liegt. Du kannst die Listen dir aber auch ausdrucken oder als Excel und CSV abrufen, falls du vielleicht noch weitere Listen für die TradingView oder für die Trader Workstation dir bauen möchtest. Natürlich kannst du auch hier jeweils ein ganz schnelles Copy machen. Ich finde, das ist wirklich
anwenderfreundlich. Wie gehe ich jetzt vor? Ja, ich sortiere jetzt einfach mal nach der impliziten Volatilität. Ich möchte eine hohe implizite Volatilität haben, aber ich möchte auch einen Aktienkurs haben, der jetzt nicht zu niedrig, nicht zu hoch ist. Und da nehme ich jetzt hier einfach beispielsweise mal Revolve Group Inc. Ich kopiere Symbol hier raus und ich habe auch gleichzeitig hier schon die Trading View geöffnet und der ein oder andere kennt das schon. Hier ist natürlich auch der O4W Best Indicator. Übrigens, jeden Tag, wenn ich hier reingehe, mache ich eins, wenn die amerikanische Börse öffnet, gucke ich mir an, was für Signale gibt mir eigentlich der Best Indicator. Sobald ich hier ein Open habe, da gehe ich mit einem Put Long. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zurück. Hedging wird für den einen oder anderen jetzt auch immer mehr interessant und das sind auch Themen, die wir zukünftig ein bisschen mehr vertiefen wollen. Ich kopiere jetzt das, oder das, was ich kopiert habe, füge ich jetzt ein, Symbol von Revolve Group Inc. Und was sehe ich? Ich sehe hier definitiv ein Open. Das heißt, hier für mich sagt mir der Options for Winners Best Indicator Voraussetzung erfüllt, dass ich jetzt long gehen kann. Und das ist jetzt die Frage, was mache ich? Wir haben ja gerade gesagt, das ist ein Kandidat für die Short-Put-Strategie. Und hier gefällt mir Folgendes. Ich habe hier doch schon eine wirkliche Unterstützung hier bei 39,40. Und das wäre jetzt übrigens der nächste Schritt, den ich immer gehe. Ich suche mir eine starke Unterstützung raus auf kurz- bis mittelfristig. Das wäre jetzt hier bei mir ungefähr bei 40 und das ist das nächste, was ich dann mache. Dann suche ich natürlich eine gute Put-Option, die ich verkaufen kann. Aber das geschulte Auge sieht sofort, hier ist ein EE, steht für Earnings und da haben wir ja eine tolle Homepage, die uns noch eine Bestätigung gibt. Wir wollen ja jetzt nicht kurz vor den Earnings eine Put-Option hier verkaufen, das heißt, wir gehen auch immer über earningswhispers.com hier rein und hier steht es auch schon, heute am 6. Mai wären die Earnings, das heißt, dieser Kandidat, da bitte ich erst zu warten, bevor man was macht, um natürlich auch ein gewisses Risiko hier auszugrenzen. Aber ansonsten scheint es ein toller Kandidat zu sein und genau diese Vorgehensweise, die empfehle ich dir. Gehe immer die Listen auch entsprechend durch, gucke hier, gucke da, ob auch alle Voraussetzungen für einen guten Trade erfüllt sind. Wenn nicht, gehe einfach weiter, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis man das wirklich raus hat. Das geht wirklich schnell. Man kriegt mit der Zeit ein geschultes Auge. Hier, es ist ein schöner Kandidat. Hier warten wir jetzt erstmal, was die Earnings sagen und gucken dann, ob wir da einen Trade machen, ja oder nein. Ich hoffe, dass diese Seite Top-Kandidaten dir gefällt. Du kannst sie, wie gesagt, kostenfrei und unverbindlich über meine Homepage optionsforwinners.de abrufen. Gehst dann auf Reports, auf Top-Kandidaten, Optionshandel und hier werden dir regelmäßig tolle Kandidaten zur Verfügung gestellt. Und das ist erst, das verspreche ich, der Anfang. Wir verbessern uns ja von Tag zu Tag und ich möchte, dass auch du von dieser Verbesserung profitierst. Wir wollen ja alle, dass es uns gut bzw. noch besser geht und deshalb bitte, 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 wenn es Kritik gibt, bitte konstruktiv und sagt mir, schreibt mich an, schreibt es in den Kommentaren. Ich versuche schnellstmöglich darauf zu reagieren. Ich bin immer froh für tolle Ideen, wenn wir die auch noch umsetzen können, zum Wohle der Allgemeinheit noch besser. Ja, das war jetzt die Vorstellung der Top-Kandidaten. Ich hoffe, dass du zukünftig den ein oder anderen US-Dollar jetzt mehr machen wirst, weil du jetzt auf jeden Fall mehr potenzielle Kandidaten zur Verfügung hast. Und ich habe dir auch gezeigt, wie ich aus der Liste den ein oder anderen Kandidaten mir raussuche, der mir auch zukünftig vielleicht dauerhaft Prämien generieren wird. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde es mich natürlich freuen, wenn du das jetzt tun würdest. Und ich freue mich natürlich über jeden Daumen hoch, über jedes Kommentar und verweise wie immer gerne auf meine Social Media Kanäle Instagram und Facebook.
und natürlich auch auf die restlichen Seiten meiner tollen Homepage optionsforwinners.de, beispielsweise der Panikbericht, der hilft dir eventuell frühzeitig die eine oder andere Korrektur zu erkennen. Weiterhin wünsche ich dir einen schönen Tag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.